Der Formel 1 Helm sieht ziemlich klobig aus, ist aber tatsächlich recht leicht. Der wiegt nur zwischen 1 Kilo und 1,5 Kilogramm. Wie kriegt man das hin? Das funktioniert dadurch, dass man den aus Kohlenfasern bastelt. Kohlenfasern werden ja oft in der Formel 1 eingesetzt, weil die eben sehr, sehr leicht sind, aber gleichzeitig auch sehr stabil. Außerdem sind die noch ziemlich teuer. So ein Formel 1 Helm kostet 4.000 bis 5.000 Dollar. Natürlich muss man auch noch gewährleisten, dass diese Helme sicher sind. Dafür hat sich die FIA 14 verschiedene Tests ausgedacht und die muss der Helm eben absolvieren, bevor er benutzt werden darf. Nach dem Rennen wird so ein Helm aber nicht direkt weggeschmissen, da gibt es natürlich bessere Verwendungszwecke. Einmal kann der Fahrer den mitnehmen, das Team kann den natürlich auch ausstellen im Museum oder in der Factory oder wahrscheinlich die beste Variante. Oft werden die Formel-1-Helme auch bei Charity-Events versteigert.